Moskau gilt nicht zu Unrecht als teures Pflaster. Dennoch ist es möglich, zum Spottpreis die Stadt zu erkunden. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, kommt man günstig und trockenen Fußes überall herum. Unsere Moskauer Mitarbeiterin Anna hat uns auf eine Tour mit der Annuschka mitgenommen. Sie ist die älteste aller Straßenbahnlinien. Der Spitzname stammt vom A des Beginns der Moskauer Tramgeschichte. Zu Sonderfahrten verkehren auf dieser Linie rollende Restaurants und jeder Moskowiter kennt seine Annuschka mit Namen. Der Kostenpunkt der Rundreise mit einem Standardwagen ist 17 Rubel, also etwa 40 Euro Cent. So günstig kauft man die Fahrkarten nur an den Häuschen der Endstationen. In der Bahn selbst kassiert der Fahrer einen Aufschlag für die eigene Tasche. Die Annuschka beginnt am Platz Chistey Prudy, dem Treffpunkt der fortschrittlichen jungen Moskauer. Straßenkonzerte finden hier fast täglich statt. Ab Spätnachmittag ist immer etwas los. Nicht immer war der Platz ein so beliebter Versammlungsort, denn in alten Zeiten entsorgten hier die Metzger ihren Abfall. Dementsprechend streng war die Geruchsnote. Angesichts drohender Regenwolken stiegen wir recht rasch in die Bahn, anstatt das bunte Treiben zu genießen. Die Annuschka verkehrt auf einer günstigen Linie, das Moskau von heute kennenzulernen. Man erlebt vieles hautnäher als auf touristischen Rundfahrten. So den ständigen Wechsel zwischen neuem Business, alter Schönheit und dem manchmal hässlichen Alltag der Stadt. Vor allem am späten Nachmittag ist die Straßenbahn selten überfüllt und man findet rasch Platz. Die Linie fährt selten auf den überfüllten Boulevards und so gelangt man zügig durch die Straßen. Recht bald passiert man die Moskwa und dort das Apartmenthaus an der Katjelnitschiskaja Uferstraße, eine der sieben Schwestern Stalins. So nennt man die mächtigen Hochhäuser im Zuckerbäckerstil, die in den 40er Jahren in Moskau errichtet wurden. Auf der anderen Seite des Flusses verschluckt einen sehr schnell wieder das bunte Treiben der Metropole. Dort ist es von einer Haltestelle nicht weit zur Tretjakow-Galerie, doch bei unserem Wetterglück ließen wir uns lieber weiter durchschaukeln. Vorbei am geschäftigen Pawelecki-Bahnhof erreichten wir das Danilow-Kloster. Vorsteher ist hier niemand geringerer als der Patriarch selbst, der es nach dem Ende der Sowjetunion wieder zum Zentrum des orthodoxen Glaubens gemacht hat. In den düsteren Zeiten der stalinistischen Säuberungen, so erzählen sich die Moskauer, befand sich hier ein Kinderheim, in dem regelmäßig Kinder von liquidierten Eltern auf geheimnisvolle Art verschwanden. Einen historischen Beleg für diese gruselige Geschichte konnten wir nicht finden. Verbürgt ist dagegen eine damalige Strafanstalt mit angeschlossener Regenschirmfabrik. Nach dem Verlassen der Straße mit dem Klosterareal erreichen wir die Endstation unserer kurzen Rundfahrt, der Platz Serpuchowskaja Zastawa. Hier lädt ein bekannter und typisch Moskauer Markt, Danilowski Rynok, zum Bummeln ein. Direkt gegenüber verleiten westliche Edelgeschäfte im hypermodernen Jerewan Plaza reiche Kunden zum Zücken ihrer Kreditkarten. Wer von hier zurück ins Hotel will, erreicht es für aktuell 19 weitere Rubel über die nahe Metrostation Tulskaja. Für weniger als einen Euro hat man sich auf einer sehenswerten Route durch die gesamte Innenstadt bewegt. Kostenpunkt einer vergleichbaren Stadtrundfahrt nicht unter 30 Euro. So sieht man, dass selbst Moskau günstig sein kann, wenn man es nur richtig anstellt. All the things I've never had.